So, mit 13% hier den Charger angefahren. Jetzt ist er gleich auf 15 gesprungen, soll 40 Minuten dauern. Schauen wir mal. Ja, 116 kW. Mal schauen, wie lange das hebt. Ich bin hier in Leonberg am Supercharger. Gerade ist ein Model S abgefahren. Zwei Plätze weiter lädt noch ein Model S. Naja, 40 Minuten soll es dauern. Da war natürlich das letzte Mal die Meldung vom Ionity Charger in 20 Minuten. Da hat er geladen mit 195 kW, aber hat dann bei 43% die Ladung abgebrochen. Wird es noch versuchen zu eruieren, an was das lag. Also der Lüfter im Model 3 lief volle Pulle und der am Ionity Lader auch. Von meinem Job hierher sind es 20 Kilometer. Habe mich zu diesem Charger navigieren lassen. Natürlich weiß ich, wo der ist. Hätte ich nicht gebraucht, aber einfach um den Akku drauf vorzubereiten. Schwupp und grün ist's. Die Restreichweite, also diese 13%, das waren 68 Kilometer. Jetzt sind wir bei 122 nach 4 Minuten.
schauen wir mal, was er bei der Ladegeschwindigkeit in der Minute an Reichweite reinknallt. Also das sind quasi pro Minute 12 Kilometer, jetzt bei 116 kW. Ja, das langt mir dann bis Freitag zum ins Geschäft fahren. Und ich lade jetzt über einen Empfehlungslink, den sogenannten die Referalempfehlung. Das sind dann für mich 1500 Kilometer kostenfrei. Und für denjenigen, der meinen Referalcode verwendet hat, der bekommt auch 1500 Kilometer gutgeschrieben. Ist jetzt nicht die Welt, aber sind es 1500 Kilometer, wo man quasi umsonst fährt. Außerdem wollte ich noch von meiner Urlaubsfahrt berichten. Wir sind also vom Kreis Heilbronn nach Torre Pedrera, das ist bei Rimini, in den Urlaub gefahren. Da habe ich
bin ich vollgetankt los, also Strom getankt über meine Solaranlage, da war der Akku randvoll. Da bin ich gefahren bis Lermoos am Fernpass in Österreich. Dort habe ich das erste Mal laden müssen. Das waren circa 30 Minuten, wo ich dort geladen habe. Das zweite Mal Strom tanken war dann in Verona, unterhalb vom Gardasee. Da waren es dann 35 Minuten und dann bin ich noch mit einer Restkapazität von 30% in Rimini angekommen. Die Hinfahrt waren dann umgerechnet 29 Euro und genauso war es dann auch auf der Rückfahrt. Das sind 870 Kilometer, also 1740 für 58 Euro. Also da braucht man über Bahnticket oder sonst was gar nicht mehr nachdenken. Also billiger könntest du gar nicht in den Urlaub kommen. Mein Auto war voll mit 4 Personen. Das nenne ich mal wirklich umweltverträgliche Urlaubsfahrt. Und auf der Rückfahrt, da, ja, wo habe ich da geladen? Ja, da war das Ipo Camper, das war bei Bellaria ein großes Einkaufszentrum mit einem riesigen Solardach und auch dort, wo die Autos parkten, waren überall Solarpaneelen drauf. Da konnte ich umsonst während dem Einkaufen das Auto mit Strom betanken. Dort bin ich auch voll losgefahren. Das langte mir bis zum Brenner. Und am Brenner, der Tesla Supercharger, soweit ich das in Erinnerung habe, ist super günstig, da die kWh 22 Cent gekostet. Und habe dann bei Ulm bin ich nochmal in dem Supercharger gewesen und habe mir da noch das Auto so weit vollgenuckelt, dass es bis nach Hause langt. Und habe dann den Rest, weil wir sind morgens ca. 10 Uhr zu Hause angekommen, habe das Auto in der Garage an die Wallbox angeklemmt. Und nachdem ich dann ausgeschlafen hatte, war das Auto wieder vollgeladen. Fast für umsonst. Ja, weil meine Solaranlage, die bringt natürlich keine 11 kW, was die Powerwall bringt. Aber so 6 kW, 5 kW hat die auch reingedrückt und der Rest haben wir dann aus dem Netz gezogen. Also das ist schon fast umsonst, muss man sagen. Also ich bin begeistert von dem Fahrzeug. Ich hatte nach der Bestellung ein paar Mängel, was die Lackierung betrifft. Bei mir waren die Türscharniere vorne an beiden Seiten nicht lackiert, sowie auch Teile des inneren Kotflügels. Der Model 3 Schriftzug am Schweller, der war nur auf der Fahrerseite. Ich selber habe das gar nicht gemerkt. Klar, steige ja immer auf der Lenkradseite ein. Aber dort, wo ich das Auto in dem Bodyshop, wo ich das gebracht habe, dem ist das gleich ins Auge gestoßen. Dann haben hinten noch jeweils zwei Kunststoffmuttern gefehlt in den Radläufen. Da hat er gar nichts gesagt. Ich habe nur gedacht, warum langt der jetzt da runter? Ah, da fehlt auch die Mutter, hat er gesagt. Und diese hat er schon in der Tasche gehabt. Also der kennt diese kleinen Fehler am Model 3 ganz genau und hat die Schraube drauf gemacht. Das war ja natürlich so ein Schnellverschluss, da so eine Mutter, die er da quasi nur über diesen Passstift drüber gezogen hat. Die muss man wohl nur beim Rausmachen drehen, beim Reinmachen wird die einfach nur drüber geschoben. An der Haube waren am Falz zwei Tropfnasen, das ist gemacht worden. Tesla konnte mir zu dieser Zeit kein Auto zur Verfügung stellen, die waren alle im Einsatz. Aufgrund einer Behinderung bin ich genötigt, darf ich nur Automatik fahren.
Das hatte sich am Anfang als schwierig herausgestellt. Ich hätte das Auto am Mittwoch bringen sollen. Am Donnerstagmorgen hat er mich angerufen und gesagt, ob ich das Auto bringen könnte. Es war ein Automatikfahrzeug da. Dann habe ich gesagt, okay, ich bringe das sofort. Dann haben wir das Auto dahin gefahren. Dann bin ich in einen weißen 5er BMW. Ich dachte erst, es wäre ein 5er M. War es leider nicht. Das war nur die Hülle war M, also vom Spoilerwerk und so weiter und von der Ausstattung. Es war ein 520er Diesel. Für mich eine zu große Karre für die Stadt. Nicht vollsinnig. Aber sagen wir mal, wenn man jetzt Vertreter ist, man muss weiter, weit fahren und so weiter. Gut, wenn das Chef kein Elektroauto bezahlt, dann ist der mit einem Verbrauch von 7,3 Liter. Naja, Alternative will ich nicht sagen, aber besser, wie wenn sie mit dem Auto umeinander fahren, das 10, 12 Liter in die Atmosphäre bläst. Dann kam am Freitag ein Anruf. Ja, wir sind schon mit dem Auto fertig. Termin wäre Samstag gewesen, bin hingefahren. Ich habe das Auto in Markgröningen übernommen. Alle Sachen, die beanstandet worden sind und auch die den Mitarbeitern dort aufgefallen sind, wurden erledigt. Also mit diesem Service von Tesla und in der Person des Bodyshops, also ganz großes Lob. Man musste nichts erklären, warum, weshalb. Es ist alles anstandslos erledigt worden. Also das kommt zu meiner Begeisterung der Fahreigenschaften noch dazu. Was mir natürlich auch sehr gut gefallen hat, dass das Model 3 ganz klar gesagt hat auf der Urlaubsfahrt, hier laden, 30 Minuten, dann geht's weiter. Ich als Nerd hätte natürlich das Auto dann vollgeladen. Ja, das war total unnötig. Das waren dann, glaube ich, 68% oder was ich den habe laden müssen. Und dann ging es weiter und bin dann auch immer noch mit Reserve in Verona angekommen. Und auch diese 30%, mit denen ich da unten ankommen wollte, das hat alles gepasst. Also eine Umstellung vom Verbrenner auf ein Elektrofahrzeug, also die ist mir unheimlich leicht gefallen. Reichweitenangst, ja, die habe ich auf der Rückfahrt einmal kurz gehabt, das muss ich gestehen. Wir haben diesen Supercharger in Ulm angefahren. Da waren nur zwei Stalls auf Model 3 umgerüstet. Und die erste, wo ich rückwärts eingeparkt habe, die hat nicht funktioniert. Da habe ich gedacht, oh Gott, wenn die zweite jetzt auch nicht geht, waren nur noch knapp 46 Kilometer Reichweite drin. Weil wo ich gesehen habe, dass das dicke langt nach Ulm, dann habe ich die auf der Autobahn das ein bisschen schneller als gewöhnlich laufen lassen. Habe mir da keinen großen Kopf gemacht, aber da bin ich dann doch kurz erschrocken. War natürlich sicherlich auch unnötig. Weil CCS ist das mit Sicherheit auch irgendwo in der Nähe gewesen, aber du bist halt nach nur so einer langen Fahrt. Trotz den zwei Ladepausen bist du doch dann doch ganz schön gestresst. Weil wir hatten noch die zwei Enkel dabei und dann bist du gezwungen quasi nachts zu fahren, weil das willst du tagsüber nicht antun. Wenn die zum Quengeln anfangen und so, da geht dann gar nichts. So, also die Urlaubsfahrt völlig problemlos. Auch da unten bin ich zwei, dreimal in dieses Einkaufszentrum gefahren, da das Übercamper. Das war vollkommen ausreichend dort für die Ausflugsfahrten. Klar, wenn man da unten ist, geht man auch mal nach San Marino mit den Kindern nach Kleinitalia. Muss man einfach machen mit den Enkeln. Dann bin ich so ein bisschen ein Parma-Schinken-Fetischist. Den, was ich da bekommen habe, der war also so voll lecker. Und wenn man da unten ist, muss man das einfach ausnutzen. Und das Auto war dann auch immer so halb, dreiviertel voll. So, jetzt sind 20 Minuten rum und knapp 250 Kilometer geladen. Das ist doch eine Hausnummer.
Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da die Verbrenner wirklich den riesen Vorteil haben. Weil an der Kasse anstehen, warten zum Bezahlen, noch pinkeln gehen, da brauchst du auch deine 20 Minuten. Ja, und jetzt warten wir mal daraus, wie sich die Svenja Schulz von der SPD da durchsetzen kann mit der CO2-Steuer. Ich persönlich finde, das ist eine Riesensauerei, was die da planen. Die SPD entfernt sich immer weiter von der Arbeiterpartei, was sie ja schon der Schröder mit dem Hartz IV und so weiter gemacht hat und mit dem Absenken des Rentenniveaus. Jetzt geht meine persönliche Meinung ist deswegen, also das, was dann an CO2 mit der Steuer eingespart werden soll, das wird nur marginal, nicht messbar sein. Behaupte ich einfach, das ist nur wieder unter Umständen die Kassen zu füllen für das, was sich in nächster Zukunft anbahnt. Mir wird ganz schwindelig als Baden-Württemberger, als Stuttgarter, wenn man das sieht, was sich hier für eine Krise aufbaut, aufgrund, dass die Autoindustrie das teilweise abgelehnt hat, ablehnt, Elektroautos zu bauen. Sie bezahlen ja jetzt auch noch alle möglichen Fürsprecher. Na, ich weiß nicht, ob sie sie bezahlen, aber wenn du jetzt den Müll vom Precht gehört hast, von sonstigen Leuten, der Professor Unsinn und so weiter. Leute, das bringt uns gar nicht weiter, auch wenn die Autofirmen jetzt jammern, ja, das kostet dann so viele Arbeitsplätze. Ja, wenn die jetzt nicht bald in die Puschen kommen, dann kostet es nicht nur ein paar Arbeitsplätze oder einige Arbeitsplätze, dann kostet es den Autofirmen den Kopf. Dann gehen ganze Firmen den Bach runter, die haben das einfach nicht verstanden. Ja, aber jetzt will ich euch mit dem politischen Geplänkel da nicht weiter langweilen. Jetzt konzentrieren wir uns hier mal auf das Laden. Ja, wie wir sehen, ist das jetzt vor lauter Gebabbel. Geht es jetzt schon nach unten. Jetzt sind wir bei 90, 89 kW. Von anfänglich 118. Dann schauen wir mal, in was für einem Bereich sind wir denn jetzt. Schalt mal wieder um auf Prozent. Ja, jetzt sind wir schon bei 70%. Das Limit ist eingestellt auf ja, täglich, alles klar. So, jetzt kommt die Meldung, Supercharge ist fast abgeschlossen, prüfen Sie bitte die mobile App. Tralala, sonst kann es teuer werden. Ja, mir gefällt es einfach besser, wenn ich die Kilometer sehe. Vielleicht ist das noch Verbrenner, denke ich, weiß es nicht. Mit Prozent kann ich nichts anfangen. Ich weiß, wie viele Kilometer ich in der Woche auf die Arbeit fahre. In Prozent ist es für mich nur schwerlich zu erfassen. Also ich fahre am Tag 80 Kilometer. Also müsste ich eigentlich 340 Kilometer reinladen. Wir laden 320 rein, denke ich mal. Und der Rest wird man in der PV nuckeln. Weil das tut mir auch weh, wenn ich dann den guten Strom einspeise. Und meine Einspeisegebühr, das sind 0,121 Cent. Die sind im Auto einfach besser untergebracht. Wenn man bezahlen müsste. Aber wie gesagt, ich nutze ja die Benutzung des Referralcodes.
was demjenigen, der das Auto bestellt, auf diese Weise eigentlich genauso ist, der bekommt ja dann auch 1500 Kilometer gutgeschrieben. Und gut, vor der Umstellung April, Mai waren es ja noch 7500 Kilometer. Soweit ich gehört habe, sind es aber nur, ist es 6 Monate gültig. Da werden einige dann schon Probleme haben, die 7500 Kilometer in 6 Monate zu vereiern. Gut, aber das kann man ja dann auch mal so machen, kann man auch mal die Oma besuchen gehen. Und den Opa natürlich. Tja, der Akku meldet sich. Aber nicht der Akku vom Auto, sondern der vom Handy. Der sagt mir, Freund, der Akku ist gleich leer. Also werden wir so machen, werde ich auf die 320 Kilometer laden und dann werde ich die Fliege machen. Ja, bei 66 kW ist es auch nicht unbedingt möglich, nötig von der Ladeleistung. Tja, jetzt ist noch ein Model 3 gekommen, der andere ist schon abgefahren, der neben mir gestanden ist. Ah, hier kommt der nächste. Tja, Leute. Also in 28 Minuten sind sie jetzt, Moment, ja, 318 Kilometer in 28 Minuten. Wenn man überlegt, das hat man vor 3-4 Jahren von diesen Ladeleistungen noch geträumt. Da war es dann auch echt Sisyphusarbeit, Elektroauto zu fahren. Ich habe mich vor 2014 für den i3 interessiert. Da war ja von Tesla nahezu bis zu mir auf jeden Fall nicht durchgedrungen. Und das war für mich vollkommen unakzeptabel. Wenn man dann nur hört, dass die Akkuleistung im Winter zurückgeht, da wäre ja teilweise abends gar nicht mehr nach Hause gekommen. So Leute, ich breche jetzt da ab. Jetzt gucken wir noch geschwind, was das an Kilometer ist. An Prozente, so habe ich es gemeint. Prozent geladen. Okay Leute, das war's dann. Also 50 kW in einer knappen halben Stunde, das ist eine Sache. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend, erholt euch gut und es wäre nett, wenn ihr meinem Kanal wieder vorbeischaut. Viele Grüße, euer Peter.